Also ich heiße Frank Oehler. Gut, Mann, ich habe mir 40 Jahre jetzt auf dem Buckel. Wir haben mit 350 Folgen meine Kochprofis. Ich habe viermal einen Stand gekocht in vier verschiedenen Restaurants. Ich hatte alle Titel der Welt. Und dann festgestellt, auf dem Grabstein steht gar nichts drauf. Also habe ich hier ein paar Sachen jetzt geändert. Ja, und das größte Wunder in meinem Leben war mein kleiner Sohn. Der ist jetzt 5 Jahre und 4 Monate. Das war das größte Geschenk ever. Ja. Wir sind heute hier bei unserem Headquarter. Einen tollen Gast haben wir heute hier, den Frank Oehler. Zuletzt in den Schlagzeilen mit einer vermeintlichen traurigen Nachricht, dass nämlich seine Speisenmeisterei in die Insolvenz geschlittert ist. Er selber sieht es aber gar nicht so betrübt und er wird uns gleich davon erzählen. Frank, bitte. Erzähl uns einmal, was ist passiert, wie kam es so weit, dass du in die Insolvenz geschlittert bist mit der Speisenmeisterei? Also das Problem war, wir waren zahlungsunfähig, weil eine Großrechnung mit 70.000 ausstand. Die wurde nicht überwiesen, die Rechnung. Also das Zahlungsziel war 3 Monate. Und wir konnten die Gehälter nicht zahlen. Und dann ist du halt, wir sind die Speisemeisterei, wir sind eine GmbH, haben es gepachtet vom Finanzministerium. Ja, das heißt, das ist alles sehr transparent und alles sehr durchsichtig und alles sehr ehrlich. Und dann war es eben so, dann musste einer von uns Geschäftsführern zum Amtsgericht gehen und Insolvenz anmelden, weil sonst kommst du in den Knast wegen Insolvenzverschleppung. Mhm. Du bist in Deutschland, du bist irgendwie ausgeliefert im großen Gesetzesapparat. Und wenn du damit, also jeder zweite Koch, glaube ich, oder jeder zweite Gastronom steht in Deutschland mit einem Fuß im Gefängnis, weil er die Dinge nicht so versteht. Uns hat man sie in der Speisemeisterei beigebracht, wie das funktioniert. Aber das Thema ehrlich wird am längsten, ging sich nicht aus, weil ehrlicher geht das Aster. Das war nicht das Thema, weil wir eben nicht irgendwie Schwarzgeld generieren konnten. Wir konnten nicht irgendwie, wir mussten uns an die 9 Stunden halten. Wir waren ein offizieller Vorbildbetrieb. Und wir sind an unserer Vorbildhaftigkeit gescheitert. Mhm. Ist so. Und dann, wie gesagt, wenn sowas mal zu Ende geht, dann hatten wir auch Probleme, wir fanden keine Mitarbeiter mehr, also keine Servicekräfte mehr. Köche geht so, aber wir konnten auch nicht das Gehalt von Jungköchen zahlen, dass sie in Stuttgart leben können. Ne? So, die Mieten explodieren nach wie vor, da kostet das Zimmer schon 900 Euro. Und als Jungkoch hast du dann 1500 und dann hast du 600 Euro noch für 8 freie Tage. Mhm. Da wird es halt eng. Und das wird auch nicht besser. So, das ist ein politisches Problem, die SPD hat uns das größte Ei gelegt. Und die Transparenz und die Ehrlichkeit. So, also wir sind da eigentlich nicht gescheitert, sondern wir haben einfach dann die Stecker gezogen. Es war so ein Wachkoma-Patient. Also er war nicht mehr am Leben, so halt nicht unter diesen Konditionen, nicht unter diesen Prämissen und nicht unter dieser Philosophie. Ja. Na gut, aber das klingt jetzt nicht so danach, dass es wäre jetzt ein euer Problem, sondern ein globales Problem oder ein generelles Problem auch für Deutschland. Österreich ist ja auch so. Wie soll das weitergehen in Zukunft? Das ist eine gute Frage. Weiter geht es dann, wenn wir wieder einen Pool haben an guten Mitarbeitern. Mhm. Wir haben keine guten Mitarbeiter im Service mehr gefunden. Also wenn jetzt vom Studium Leute rüberkommen und sagen, sie möchten Restaurantleiter werden, dann sage ich, Leute, da hast du für 10 Jahre auf dem Buckel gehabt. Ja? Also um einfach das zu verstehen, du kannst jetzt nicht einen Teller von A nach B tragen und sagen, ich bin Restaurantleiter, sondern du musst das Wesen und verstehen, dass die älteste Kultur und Tradition der Menschheit kochen in die Gastronomie. Ne? Und das kann man nicht von heute auf morgen so lernen. Und da ist aber keiner mehr da. Ne? So, das heißt, niemand will mehr groß bedienen. Die sind sich ja auch zu schade. Oder die Eltern haben gesagt, unser Kind soll es besser haben, was weiß ich, wie es weit kommen konnte. Aber dann ist auch so, die Service-Mitarbeiter, die dann da waren, die waren wichtiger wie der Gast. Ja? Und dann ist eigentlich die ganze Tradition mitnichten kaputt. Ja? Deshalb weiß ich genau, dass es mir auch Grund ist, einfach mal Pause zu machen, drüber nachzudenken. Mit einer gesunden Dialektik irgendwie einfach konzeptionell drüber nachdenken, was kann man ändern, ja? Wo ist das Problem? Und dann eben schauen, was kann man Neues an den Start bringen. Okay, und jetzt ist die Frage, was kann man ändern? Also was man ändern kann, ist auf jeden Fall die Abhängigkeit von den Mitarbeitern, dass man die reduziert. Ja? Mhm. Weil das ist eigentlich, wir hatten auch viele Krankheitstage, dass man die reduziert und sagt, okay, wir machen von mir selber Convenience. Ja? Wir schauen, dass wir effektiver arbeiten in der Küche, dass wir vielleicht weniger Material verschleißen, dass man weniger kocht, aber viel besser und das zum anderen Preis. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Denkmöglichkeiten. Man muss einfach nur mal das Hamsterrad damit verlassen, ja? Und dann sieht man, wie viel links, rechts Platz ist. Jetzt ist der Frank ein durch und durch positiver Mensch, hat er mir erzählt, hat auch schon ganz, ganz viele Projekte. Welche Projekte stehen an? Es ist ja viel passiert in der letzten Zeit. Gut, ist aber alles noch unter Verschluss. Das war ja vorhin dran. Ja, gut, dass ihr es nicht gehört habt. Wir haben alles ausgeplaudert, aber ich darf es jetzt noch nicht sagen. Wir sind da, ist schon ein Objekt in Stuttgart, glaube ich. Ja, das ist schon das Herzblut wird da reinfließen und dann eben schauen, wie kann man Dinge neu organisieren. Also wir reden von Management jetzt, von Emotionen im Management. Ja? Also nicht so fokussiert auf die Mitarbeiter auch, aber halt damit, dass der Betrieb im Vordergrund steht. Ja? Wir waren zu abhängig vom Händler, von der Saison, von Mitarbeitern, vom Service, auch von Gästen. Das muss man anders neu aufstellen und da eine neue Transparenz und eine Offenheit reinbringen, glaube ich. So.
mehr easy going, wie es die Franzosen machen, ne? Wie es die Spanier machen, wie es die Italiener machen. Da sitzen alle am Tisch, irgendwie hat keiner ein Handy, da isst man 3 Stunden gemeinsam. Ne? Im Kindergarten in Frankreich geht schon los mit 3 Gängen. Ja? Mhm. Bei uns wird gegessen zwischen Tier und Angel, demografischer Wandel. Ne? Die 2 Partner, Vater und Mutter, sind im Geschäft, müssen arbeiten. Mhm. So, die Oma gibt es nicht mehr. Ein Kind kommt um 1, einer um 2, einer um 3. Wer soll dann noch kochen? Mhm. So. Und da muss man allgemein mit der Politik auch sich mal zusammensetzen und drüber nachdenken, weil was wir essen, es hat mit Bildung zu tun. Ja? Also das ist ja, was man isst, das isst man. Mhm. Und da muss man neu ansetzen, weil wir fressen richtig viel Schmarrn in uns rein. Ne? Mhm. So, nichts kommt dir so nahe wie Essen. Also es geht ja einmal durch. Und was die Schüler in den Schulen mit Aldi und Lidl haben, die Tortenböden auf 99 Cent gesetzt, weil die ja immer 1 Euro oder 1, die essen Tortenböden. Meine, das wird ein fataler Schaden auch für die AOK am Schluss. Ne? Mhm. So, und da muss man reingehen, okay, wir brauchen Bildung, das ist das Wichtigste, Bildung. Man muss ganz von vorne anfangen, bevor wir unsere Softwareprobleme in der Gastronomie haben, ja, muss man auf Bildung setzen. Prinzipiell, dass alle schlauer sind, dass alle Zusammenhänge verstehen. Naja, jetzt heißt es ja aber auch, die Sterne-Gastronomie mit Background kann ohnehin nicht funktionieren, kann keine schwarzen Zahlen schreiben. Warum macht man es trotzdem? Also wir haben vor 10 Jahren angefangen, da wusste keiner, wo die Reise hingeht. Das muss man auch mal sagen. Ne? Und ich bin ein Idealist, ich habe 4-mal einen Stern gekocht in 4 verschiedenen Restaurants, ich weiß, wie es geht. Und Sterneküche macht ja Spaß, weil sie lecker ist, weil sie durchdacht ist, weil sie auch die Gäste erobert. Ja? Aber das hat in den 10 Jahren viel passiert, dass politisch viel Bewegung da ist, dass die 9 Stunden kommen, dass der Mindestlohn kommt. Hat uns ganz viel Idealismus gekostet. Weil ich weiß, dass die Hälfte genauso in den Seilen hängt wie die Speisemeisterei finanziell. Ja. Und dass wir alle ins Gute glauben, dass viele eben so mit der Bank verpflichtet sind, dass sie nicht mehr rauskommen, so wie wir. Mhm. Wir haben auch ordentlich Geld kaputt gemacht, aber ich habe meine Freiheit wieder und die würde ich jedem Kollegen auch vergönnen von Herzen. Mhm. Diese Freiheit, wieder neu zu denken, sich neu zu sortieren, sich neu aufzustellen, das irgendwie ist verloren gegangen durch die Zwänge, ja, die Deutschland einfach so das Damoklesschwert wie dieser scheiß SPD zum Beispiel, muss man mal so sagen. Ja, und dann kommt jetzt alles, das wird ja, der ganze Rechtsruck tut auch kein Gut, die ganze Fantasie, das ganze Neugierige ist alles wie, ersetzt worden durch Ängste. Ne? Mhm. Also auch die Gastronomen haben jetzt Ängste und da Ängste und Versagen Ängste und finanzielle Ängste. Und das ist alles ein Produkt falscher Politik. Der Christian Rach hat ja einmal gesagt, es gehört eine Revolution her. Wenn sie alle einmal zusammentun würden und aufstehen würden und streiken würden in etwa, dann würde das was bringen. Wie siehst du das? Es ist so, dass die Gastronomie, also von den 700.000 Gastronomen oder gastronomischen Einrichtungen, sind vielleicht 5% in der Lage, was zu verändern. Ne? Mhm. Eigentlich ist jedem alles Wurst. Ne? Mhm. Also das haben wir von der Politik gelernt, so, die schieben alles vor sich her. Bloß kann jeder Politiker nach 4 Jahren dann wieder rausgehen, die geht in Pensionsansprüche, wir können es ja nicht. Ne? Mhm. Aber wir schieben ja alles vor uns her und vor uns her. Und die Speisemeisterei habe ich finanziell auch für mich hergeschoben, so 3-4 Jahre. Und dann hat sich das aber nicht mehr geändert. So. Und dann, auch wenn große Kollegen wie der Bühne in die Knie gehen mit Sponsor, dann ist es auch mein gutes Recht, einfach die Stecker zu ziehen. Weil das ganze Geld, das ich verdiene, wieder reinzublasen in Unternehmen, das so in diesem Konstrukt nicht lebensfähig ist, ja, in diesem Konzept, das war so ein Dinosaurier, die sind, wie wir wissen, auch abgetreten eines Tages. So. Also man muss halt jetzt frech sein, forsch sein. Ja, ist immer gut für Neustart. Also ich bin bereit, ja, und ich werde auch vieles machen, klar. Cooles Gespräch mit dem Frank Oehler, der so richtig was zu sagen hat. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, dann schaut einfach auf unseren YouTube-Kanal. Macht das, lohnt sich.